In dieser Folge fahre ich eine kräftige Zelle bei Worms an, bekomme zweimal eine ordentliche Breitseite an Niederschlag ab und filme bei Stuttgart tolle Blitzentladungen. Servus, der Tobi hier. Der Winter war lang genug. Ich habe wieder richtig Bock auf neue Gewitter. Ich hoffe, ihr habt auch so viel Bock wie ich, dass wir wieder was Gescheites chasen können. Heute ist es ziemlich warm. Ich stehe in der Nähe von Heilbronn und wir haben hier, obwohl es so Mitte März ist, gerade schon 20 Grad Taupunkte bei zwischen 9 und 11. Das ist fast schon Mai-Style. Es ist ziemlich gut geschert, wie ihr auf den Zeitraffer-Videos seht. Hier geht auch ein ordentlicher Wind und weil es so warm ist, kann hier sogar im T-Shirt stehen. Wetterlage ist gerade folgende. Da hinten ist eine vorlaufende Konvergenz, die eventuell auslösen wird. Dahinter liegt noch eine Kaltfront, die blubbert so vor sich hin, hat aber nicht die gute Dynamik wie die Konvergenz. Die stört sich so gegenseitig. Und jetzt müssen wir halt schauen, entweder löst das aus oder die Luftmasse bleibt hier noch liegen und dann räumt sie in der Nacht dann die Kaltfront aus und dann gibt es halt geile Nachtgewitter. Also irgendwas passiert heute. Das Lager ist ein ziemliches Überraschungsei. Das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist hier oben zu warten. Warten, dass es richtig geil auslöst und dann voll drauf und hin an den Aufwind und ja, und dann geht's ab. Also genießt die Aufnahmen. Noch während ich die Anmoderation mache, entwickeln sich aus dem Gepluppere an der Kaltfront eine kräftige Zelle über dem Saarland. Gleichzeitig beginnen die Wolken über mir, die vorhin noch eine vorlaufende Hebungszone markiert haben, sich immer mehr aufzulösen. Bei Mannheim habe ich Sicht auf die Gewitterzelle, die jetzt die ganze Dynamik in der Region dominiert. Macht's mir hier Platz, Junge. Da. Richtig dick zieht die Zelle von Süden her Luft in sich hinein und bildet damit diese keilförmige Struktur unter dem Eisschirm aus. Die Zelle hat offensichtlich großen Spaß, viele Erdblitze rauszuhauen. Genau jetzt ist die Winterpause vorbei. Auf dem Radarbild seht ihr das Gewitter vom Saarland her hier rüberziehen. Der blinkende Stern markiert meine aktuelle Position. Ich will noch etwas nach Norden fahren, um richtig schön vor der Böenfront zu stehen. Nach 3 Kilometern bei Ausflug. Das ist echt eine schöne weiträumige Aufwindbasis, die ich hier vor der Nase habe. Noch ein paar Kilometer und ich stehe perfekt. Jetzt könnte dann langsam mal die Ausfahrt kommen. Vor ein paar Minuten habe ich gedacht, ich schaffe es locker davor. Und jetzt bin ich unter der Böenfront. Das Teil hat plötzlich so dermaßen Gas gegeben. Mit einer letzten Verzweiflungstat probiere ich über den Autobahnzubringer noch etwas Abstand zu gewinnen. Der Sturm schenkt mir keine Sekunde. Nördlich von Worms werde ich einfach überfahren. Zwei Einstellungen, während ich die Ausfahrt nehme, müssen bei dem Gewitter heute reichen. Heftiger Sturm setzt ein und reißt vor mir einen großen Ast von einem Baum ab. Es ist Riesenglück, dass keine Verkehrsteilnehmer an der stark befahrenen Straße zu Schaden kommen. Sekunden später kommt ein dichter Schwall aus kleinen Hagel bis Graupel aus der Gewitterzelle.
nochmal irgendwie vor die Gewitterzelle zu kommen, kannst du vergessen. Deswegen schaue ich, dass ich zügig vor die nächste Gewitterstaffel komme. Südlich der abziehenden Gewitterfront gibt es tolle Wolkenformationen in der mildlabilen, aber richtig klaren Luftmasse. Diese bettelt regelrecht darum, noch verbraten zu werden. Auf der Autobahn A81 geht es Richtung Süden, Richtung Stuttgart. Ein großer Eissturm steht am Himmel, dessen Ursprung die entfernte Zelle rechts über dem Horizont ist. Auf dem Radar ist das die langlebige Zelle, die von Frankreich nördlich an Freiburg vorbei nach Baden-Württemberg hineinzieht, aber schwächelt. Nördlich von ihr gehen neue Zellen hoch. Ich bin gespannt, welche das Rennen machen wird. Das erste Gewitter war schon richtig geil. Ich stehe hier gerade bei Stuttgart. Und da hinten unter dem Eisschirm, da bilden sich gerade neue Gewitterzellen. Da hoffe ich, dass ich jetzt dann schöne Erdblitze und schöne Crawler mich jetzt dann erfüllen werden. Und ja, hier im Stuttgarter Becken hat es jetzt noch so 20 Grad. Der Eisschirm der Nachmittagszellen steht über mir, oder von neuen Nachmittagszellen steht über mir. Der hält noch ein bisschen die Feuchte und die Wärme am Boden. Mit der einsetzenden Dämmerung kann ich erstes Wetterleuchten aus den nördlichen Zellen im Westen sehen. Das zündet nicht so richtig durch, dann doch auf die südliche. Ich fahre nach Wendingen am Neckar, was südöstlich von Stuttgart liegt. Die Wärme aus dem Stuttgarter Becken tut dem Gewitter sichtlich gut. Fantastische Blitze zogen vor mir über den Himmel. Der Kern des Gewitters zieht genau über meinen Standort. Bevor es mit dem Regen losging, konnte man richtig spüren, wie das Gewitter bodennahe Luft in sich hineinsaugte. Mit dem Einsetzen des Niederschlages kommt der Wind plötzlich aus der anderen Richtung. Ziemlich abrupt wird aus normalen Starkregen heftiger, stumm gepeitschter Platzregen. Die Rückseite ist auch toll am Blitzen.
Die Tour ist noch nicht vorbei, von Westen kommt gleich noch ein MCS hinterher. Ich stelle mich bei Ingen auf, weil ich will die Chef möglichst ohne Eisschirmregen haben. Ihr seht schon, was ich meine. Ungetrübter Blick auf die dicke Walze da hinten. Und dann gehen der Frontleiter die Blitze aus. Ich bin jetzt gerade auf dem Heimweg. Über mir regnet sich noch eine dritte Gewitterfront aus, die leider relativ wenige Blitze dann noch produziert hat, da wo ich stand bei Ulm. Nichtsdestotrotz war das heute ein richtig geiler Tag. Ich hatte einen fetten Downburst, geile Blitze. Für März war das echt ein richtiger Abriss heute. Ich glaube, ich hatte im März noch nie so ein geiles Chasing gefahren wie heute. Ich hoffe, euch haben euch auch die tollen Aufnahmen gefallen, die ich euch gezeigt habe. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag. Servus, sagt der Tobi.